Schweizergruppe St. Gallen marschiert ein mit der Rubintochter Tulpe von Aldo Paul. Wir haben gewisse Vorzüge, Offenheit von Rücken, Kapazität, vor allem in Bewegung, nicht falls sie besser ist, in der Klingel braucht. Die erste Kurve auch für mich. Die Kurve ist nicht auf der ersten hier. Die auffälligste Kurve. Sie bewegt sich sehr gut. Und zudem hat sie für mich eines der zwei besten Routen in der Kategorie am heutigen Tag. Und das effektiv verdient die Kategorie sein. Wir sind vor der zweiten Kurve, wie ich gesagt habe. Die zweite Kurve für mich ist sehr, sehr starke Kurve. Vor allem auch was den Typ anbelangt, eine sehr kompakte, aber sehr komplette Kuh. Eine Kuh mit einer offenen Rippe, mit einer tiefen Rippe, viel Kapazität, das ist schon eine breite Kuh. Der mittleren Klasse.
von uns mit dem Mann nicht das ganz prägendste Nachhuter von diesen drei früher. Aber für mich ist die Aufhängung im Moment am besten. Vorne, die Hände, die Zentralbahn, Strichplatz hier, Strichstelle. Das ist in der optimalen Form für eure Hände zu kommen. Also Simon, du hast das Wort zu den Schulterfrühen von der älteren, vierten und folgenden Rotation. Ja, werte Züchter, geschätzte Zuschauer, ihr seht es selbst, ich habe gar nicht viel Worte zu verlieren. Absolut Wahnsinn, die Qualität von den Leuten, die wir jetzt hier haben. Unsere Lerner, Dörfer Lerner, das sind die älteren Früh von der Ausstellung, und ich sehe es selber auch die Unterinnen noch sind. Was sie auch noch haben, die Mutter, Paul. Für mich am heutigen Tag von den Eltern für uns zwei beste Routen. Das ist sehr schön mit dem Titel. Voilà. Beste Routen am heutigen Tag. Wenn ich heute rede, mir nicht noch mehr Routen selber. Wir reden auch von den Strichen, wir reden von Strich, Form, Länge, Verteilung. Wir reden von Drüsigkeit, wir reden von Aufhängung vor und hinten. Deswegen ist das so für mich Champion. Weil die Konkurrenz leicht überlegen ist, sie in der 5-Meter-Mal-Kapazität. Die Gruppe, die eben bis zum Schluss dabei sind.